Spitzenspiel am 9. Spieltag in der Leipziger Stadtklasse. Der SSV Markranstädt empfängt die Spielvereinigung Leipzig. Die Gäste aktuell Tabellenführer mit der perfekten Bilanz von 7 Siegen aus 7 Spielen. Man stellt zusätzlich noch die beste Defensive der Liga. Und die Gastgeber aus Markranstädt, 3 Zähler dahinter auf Tabellenrang 3. Man kann durchaus von einem richtungsweisenden Spiel sprechen. Am Ende der Saison geht nur der Tabellenführer nach oben. Sprung in die Partie. Möglichkeit Nummer 1 gehört den Gästen aus Leipzig. Peter Prautsch nach der Ecke per Kopf. Und dann war erstmal der Gastgeber am Zug. Der SSV erwischte die bessere Anfangsviertelstunde. Das ist Maurice Schänzer mit viel Wiese vor sich. Immer noch Schänzer, dann mit dem Auge für Robin Leumer, der hat zu viel Platz. Und diesen Abschluss. Knapp links vorbei, Leumer, Top-Torschütze beim SSV, muss erstmal noch auf Saisontor Nummer 5 warten. 5 Minuten später, Florian Falk macht den Ball fest, setzt dann wieder Leumer in Szene. Der nächste gute Abschluss, wieder fehlt nicht viel. Andreas Windisch fürs Erste auf dem Posten und nach einer guten halben Stunde im Mittelpunkt. Der Abstoß wird lang und länger und dann verlängert in Richtung von Martin Binioschek und der mit dem Sonntagsschuss am Sonntag zum 1:0. 33. Minute, der Tabellenführer führt dank Binioscheks drittem Saisontor. Nichts zu halten für Daniel Harlang, den trifft er voll und die Spielvereinigung führt. 2 Minuten später die direkte Antwort, wieder ist Leumer mit beteiligt. Dritte Möglichkeit zum dritten Mal. Nichts Zählbares für den SSV und wie es dann so häufig läuft, auf der Gegenseite die Spielvereinigung mit der Standardsituation kurz vor der Pause, die landet in der Mitte bei Jonas Werner und der netzt mit seinem 4. Saisontor zum 2:0 ein. 43. Die Spielvereinigung zeigt sich äußerst effizient. Haubold mit der Flanke, Prautsch macht den nochmal scharf und Werner muss nur noch den Fuß hinheben. Markranstädt spielte keine schlechte erste Halbzeit, einzig und allein die Chancenverwertung blieb das Manko der Gastgeber. Kurz vor der Pause, 45. Nochmal der lange Ball in Richtung von Leumer und jetzt hat er endlich sein Tor. Im 4. Anlauf netzte das 5. Mal in dieser Saison ein. 45. Zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt kurz vor der Pause ist der SSV zurück in diesem Spitzenspiel. Danach war dann aber auch erstmal Kabinengang angesagt. Die Halbzeitführung hatte Bestand für die Spielvereinigung Leipzig und nur wenige Sekunden nach Wiederanpfiff ging der Sturmlauf in Richtung Gastgeberkasten weiter. Das ist Jude Avason mit dem Ball für Peter Prautsch, der sich dann allerdings einen Ticken zu weit nach rechts abtreiben lässt. Immer noch Prautsch, was macht er draus? Flanke, Torschuss, es ist so ein halbes Ding und der fällt hinten rein. 47. Das Zaubertor von Prautsch zum 3:1. 3. Saisontor für den Stürmer, der die Spielvereinigung wieder auf 2 nach vorne bringt. Feiner Ball auch davor von Avason und Prautsch macht's dann auf seine eigene Art und Weise richtig gut. Leipzig jetzt klar her auf fremdem Platz, der Ballgewinn im Mittelfeld von Erik Baumgarten, der sich danach dann auch direkt nach vorne orientiert. Binioschek nimmt nochmal Janke mit und in der Mitte steht Baumgarten vollkommen blank, das 4:1 nach 58 Minuten, quasi die Vorentscheidung. Saisontor Nummer 3 für Baumgarten, der die ganze Szenerie selbst einleitet mit dem Ballgewinn und am Ende nur noch den Fuß hinhalten muss. Die Spielvereinigung in Richtung 8. Saisonsieg unterwegs. Soweit waren wir allerdings noch nicht. Gute Stunde rum, Florian Falk nochmal mit einem guten Abschluss. Scheitert allerdings an Andreas Windisch im Gästekasten. Das letzte Aufeinandertreffen beider Teams ging mit 2:0 im September 2019 an die Spielvereinigung. Damaliger Doppeltorschütze Tobi Kaufmann, der heutige Doppeltorschütze ist Peter Prautsch nach 70 Minuten zum 5:1. Die Messe war längst gelesen, Prautsch lässt sich den 2. Treffer am heutigen Nachmittag nicht nehmen und der SSV zuvor am 1. Spieltag das letzte Mal verloren. Heute roch es dann stark nach der 2. Saisonniederlage. Eine Offensivaktion gab es aber nochmal, der Elfmeterpfiff gegen Erik Baumgarten nach Foul gegen Florian Falk und die Möglichkeit für Flo Schilling aus 11 Metern Ergebniskosmetik zu betreiben. Gesagt, getan, 75. Schilling legt den rein. Nichts zu halten für Windisch, das 2:5. Nur noch ergebniskosmetischer Natur. Und trotzdem, ganz am Ende waren wir noch nicht angekommen. Die Standardsituation
kriegt der SSV nur so halb geklärt und dann wird's noch einmal mehr oder minder ruppig. Es war an sich ein faires Spiel, trotzdem gibt's den Platzverweis nach 85 Minuten gegen Steven Ries. Der kam erst zur Pause, hatte dann etwas früher Schluss und den Schlusspunkt setzte dann auch das klar bessere Team am heutigen Nachmittag. 90. plus 4, das 6:2 durch Simon Bogus. Die 47. Minute überblenden wir. Es ist Nachspielzeit angesagt. Kurz danach ist auch Schluss. Die Spielvereinigung gewinnt am Ende dieses Spitzenspiel hochverdient mit 6:2 und bleibt fürs Erste weiterhin Tabellenführer in der Leipziger Stadtklasse. Natürlich bei dem Ergebnis klingt es natürlich nach vielen, was sie besser gemacht haben, wobei ich sagen muss, wir haben uns heute in unserem eigenen Zweikampfverhalten geschlagen. Was zur Folge hatte, dass wir hinten sehr blauäugig waren, zu leichtsinnig waren. Ja, und dann kriegst du so ein Ergebnis hingeschmiert am Ende. Wir waren taktisch besser eingestellt. Ne? Die Spielidee von Marc Anstedt war nach 10 Minuten klar, lange Bälle, teilweise gerade auf die Grundlinie geschlagen, kann so nicht funktionieren. Das wussten die Jungs, wir hatten es im vorigen Spiel gegen Fortuna ähnlich und ja, da ist man dahingehend schon vorbereitet. Der SSV verliert also mal wieder ein Spiel und muss fürs Erste oben abreißen lassen.